Im Phoenix-Tagesgespräch ist uns jetzt per Internet zugeschaltet Karl Rudolf Korte. Er ist Professor für Politikwissenschaften in Duisburg. Herr Professor Korte, das Triell, wie ist Ihre Einschätzung? Naja, die Jagdsaison auf die Spätentscheider, auf die noch Unentschiedenen ist offenbar eröffnet und viele Millionen Menschen haben das gesehen. Das ist sehr aufklärerisch, denke ich schon, ein Hochfest auch unserer Demokratie, wenn man solche Formate über so lange Zeit ja, erleben kann. Sie hatten Unterhaltungswert, es war voller einzelner Attacken, aber es war im Kern vor allen Dingen sehr informativ über verschiedene Themenfelder. Was möchten Sie da besonders hervorheben? Was ist Ihnen da aufgefallen? Naja, die erste halbe Stunde bezog sich vor allen Dingen auf die Frage, wie man mit politischem Vertrauen umgeht. Politischem Vertrauen im Hinblick auf das, was man als Leitungsaufgabe anvertraut bekommen hat. Hier hat versucht Laschet sehr stark den Finanzminister zu attackieren mit seiner historischen, mit den historischen Fällen, die er in Hamburg hat, die von der Warburg Bank ja hier als Thema aufgetischt worden, von Wirecard bis hin zu den aktuellen Auseinandersetzungen. Und das fand ich schon einen sehr interessanten Austausch, den wir in dieser Form bei den anderen Triell so nicht erlebt hatten, weil er eben aussagt, wie man mit Attacken auch umgeht, wie krisenfest man ist in der Auseinandersetzung. Und da wurden eben bestimmte Dinge sichtbar über die Showpräsenz hinaus, auch die Sachargumentation zu kennen. Bei Scholz war insofern dann interessant, wie er das Thema praktisch auf ein anderes Gleis gesetzt hat und gesagt hat, welche Modernisierungseffekte er innerhalb der Organisation angesetzt hat, um vorzusorgen, dass so etwas nie mehr passiert. Die Attacken von Armin Laschet, die kamen ja nun, weil er hinten liegt und Angriff ist ja vielleicht dann irgendwann das einzige Mittel der Wahl, wenn man zurückliegt. Fanden Sie die glaubwürdig, die Attacken von Armin Laschet? Ja, denn wie gesagt, es muss darum gehen, die Anhänger nochmal zu mobilisieren und vielleicht Unentschiedene auf seine Seite zu bringen. Hier ist er in der Defensive durch Umfragen und Umfragen bestätigen sich selbst. Man ist dann auch als Zuschauer in der Rolle und guckt, ob er es schafft, in die Offensive zu kommen. Er hat es eben geschafft, Scholz in der ersten 20 Minuten in die Defensive zu bekommen. Das ist ihm erstmals gelungen. Das war eine neue Facette, die wir auch bei Scholz kennengelernt haben. Und Laschet hat insofern versucht, eine vorne Verteidigung anzutreten mit Themen, in denen er sich sicher fühlt, die er industriepolitisch einrahmt aus seiner Erfahrung aus NRW heraus. Insofern war das sehr glaubwürdig, dass er versucht hat, mit einer Attacke auch in die Offensive zu kommen. Aber das war auch erwartet worden, weil er ja etwas tun muss, nicht nur um aufzufallen, sondern auch letztlich um Themen zu setzen. Der Blitzumfragensieger, nenne ich mal so, war wieder einmal Olaf Scholz. Finden Sie diese Stabilität, die er da beweist, im Auge der Wähler erstaunlich? Wird sich da noch mal was dran ändern? Wie sehen Sie das? Naja, er verkörpert das merkeligste Sicherheitsgefühl von allen dreien. Insofern bedient er ein Muster des Wählens in Deutschland, das Bekannte, nicht das Unbekannte. Und auch vom Typus her so etwas, einen Amtsadel stärker zu favorisieren als große Veränderungsaktivisten. Und diese Art kommt ihm entgegen, weil er auch mit so einer hanseatischen Unterkühltheit unterwegs ist, dass viele denken, das ist vielleicht eine Fortsetzung von Stabilität. Er hat das meiste von Merkel in der Fortsetzung enkelhaft geradezu an sich. Und so, das ist die Projektion, die viele Wählerinnen und Wähler haben. Wenn sie so etwas sehen, dann hat man im Hintergrund die Umfragewerte und das stabilisiert sich wechselseitig. Das ist eine Prophezeiung, die dann Ende auch sich selbst trägt und insofern sich auch verstärkt. Da etwas gegen zu machen, da müssen ganz große Fehler dann auch Scholz passieren, Aussetzer, große Erinnerungslücken oder völlig falsche Formulierungen oder dass er selbst aus der Rolle fällt. Das ist aber bei ihm nicht zu erwarten.
Wollte ich gerade sagen, das kann man sich nicht so richtig vorstellen, wie er bisher agiert hat. Ganz kurz, wenn Sie uns noch zum Schluss ganz kurz noch mal zu Annalena Baerbock Ihre Eindrücke schildern. Kanzlerin wird sie ja nun nicht mehr, das geben die Umfragen nicht her, ne? Na, sie stand in der Mitte, sie hat manchmal moderiert, aber sie hat auch ihre Themen beim Umweltthema aus meiner Sicht sehr gut gesetzt. Insofern kann es ja auch sein, dass sie nicht nur gebraucht wird für viele Koalitionen, sondern vielleicht können wir auch diese Kenia-Koalition, die dort stand, am Ende auch für eine Regierungsbildung in Betracht ziehen. Herr Professor Korte, herzlichen Dank Ihnen nach Duisburg. Gerne.